und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute ein Craft-Update für euch von meinen Fimo-Elfen und habe noch ein bisschen was anderes fimuliert. Und das wollte ich euch jetzt gerne zeigen. Ich fange an mit was ganz Kleinen. Eine winzig kleine Spinne. Also die ist kawaii, ihr braucht keine Angst haben. Ich denke mal, selbst für den größten Achnophobiker ist das schon okay. Das ist diese kleine, süße Maus hier. Spinne. Und dann habe ich noch eine gemacht. Ein lila, die andere ist schwarz. Und ja, ich mag die. Ich mag die total gerne. Und mache die auch total gerne. So, jetzt mal als Vergleich ist mein Zeigefinger, das ist die Spinne. Dann habe ich ein paar Blätter gemacht. Die habe ich hier mit so eigentlich für Fondant ist das. Das ist so ein Stempel, die habe ich nicht per Hand geformt. Da hatte ich noch so viel übrig und dann habe ich die mit alten Lidschatten quasi pigmentiert. Und ich finde, das ist ganz hübsch geworden, so als Deko. Hier sieht man es im Licht, so dieses Spiel der Farben. Und ja, so als Streudeko sozusagen. Dann habe ich mich auch an Pilzen versucht. Das hier könnte glatt weg ein Pfifferling sein. Ja, da oben ist dann auch noch Pigment drauf gekommen. Also wenn ihr so Lidschatten habt, den ihr nicht mehr braucht, weil der schon zu alt ist oder krümelig oder so, dann kann man die immer noch sehr gut verwenden für Fimo zum Akzente setzen. So wie ich das jetzt hier gemacht habe, mit einem Pinsel einfach auf das noch nicht gebackene Fimo auftragen. Und dann, wenn es gebacken ist, ist es auch relativ fest, also verwischt sich nicht mehr so schnell und kann dann mit Lack einfach fixiert werden, mit Fimo-Lack. Dann habe ich auch einen Fliegenpilz gemacht, der ist auch nachleuchtend hier oben, nachtleuchtend, die weißen Bubbles hier. Und wie man sieht, ist es auch nicht platt aufgedrückt, sondern einfach so ein paar Kügelchen oben drauf. Die stehen auch, die Pilze, ja, also ne, die fallen nicht so schnell um. Dann habe ich noch andere Pilze gemacht, die so ein bisschen fantasiemäßig sind. Und zwar so einen hier. Da ist dann so grünes Pigment noch mit drauf gestreut. Einfach ein bisschen drauf gemacht, so mit dem Pinsel abgeklopft sozusagen. Ist der Krümel nicht raufgefallen. Und dann habe ich das hier unten noch ein bisschen mit dem Pinsel verteilt. Ja, so sehen die von unten aus. Diesen in Orange, den Translusions, Rot, Grün und Weiß oder Hautfarbe, was das war. Dann diesen hier, dieses Exemplar, den finde ich mit am schönsten, weil die Farben, die knallen so richtig schön rein. So sieht es von unten aus und so von oben. Das wäre der und noch einen in so Petrol-Neon-Gelb habe ich den gemacht. Und hier unten so ein bisschen rot, rosa Pigment. Und oben einfach hier, wäre mein letztes, ich glaube im letzten Haul hatte ich diesen Zerstäuber mit den Pigmenten. Den habe ich hier auch einfach ein bisschen was rausgenommen und auf den Hut verteilt, so wie hier. Und dadurch gibt es dann nochmal so einen Schimmer. Finde ich immer ganz nett. So, dann kommen wir zur ersten Elfe. Das wäre die hier. Schon lange keine mehr gemacht. Die ist akzeptabel für mich. Also da bin ich so ein kleiner Perfektionist, was das angeht. Es ist okay. Sie ist niedlich geworden, aber das Gesicht so an sich gefällt mir bei der nicht ganz so. Oder die Ohren, ich weiß es nicht. Irgendwas ist mit ihr. Oder auch wieder nicht, weil sie ist trotzdem niedlich geworden. Hier sind ganz viele Reste im Hut gelandet, was ich einzeln rumzuliegen hatte noch. In separaten Tütchen habe ich jetzt für den Hut verwendet. Ich kann euch leider nicht sagen, was da für Farben drin sind. Das hier war, glaube ich, so Kupfermetallic. Dann hat sie schwarze Haare bekommen und ein Herzchen in die Hand, in die Hände. Und dann kommen wir auch schon zur zweiten. Hier habe ich Neon-Orange genommen für den Hut und Glitzer-Weiß, wie man vielleicht, der doch man erkennt es, sehen kann. Die Haare sind aus Petrol, mal was anderes.
Sternchen in den Händen und ja, ansonsten Hautfarbe und das war Fuchsia oder so. Und ja, das war diesmal nicht einfach, weil mein Fimo ist jetzt echt grenzwertig schon mit der Verarbeitung. Es war wirklich nicht einfach, das weich zu bekommen. Und ja, dann habe ich noch eine gemacht. So, da ist der Hut einfach nur schwarz mit Pigment. Ich überlege gerade, welches. Ich glaube, da hatte ich so ein grünes Pigment genommen. Und dann hatte ich mit so einem Gelstift Sternchen drauf gemacht. Und Pünktchen. Nur durch das Lackieren ist das quasi wieder abgewischt worden. Aber man sieht es noch ein bisschen und so bleibt es auch. Und ich finde es ganz, ganz neckisch. Dann hat sie glitzer-lila Haare bekommen. Löckchen, so wie sie auch Löckchen hat hier. Die erste hat ja glattes Haar. Und ja, die hat dann auch eine Spinne. Das ist quasi eine kleine Halloween-Elfe. Mal kein Kürbis, sondern eine Spinne in der Hand, in den Händen. Den Körper habe ich auch gemacht mit Petrol und Neongelb. Ja, und ansonsten Hautfarbe. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Elfe, die ich gemacht habe. Die hat mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, weil die ist sehr kopflastig. Da habe ich erst einen Stern unterm Popo gesetzt. Das hat noch nicht geheilt. Das ist trotzdem unter, also umgekippt. Dann habe ich noch eine Wolke geformt aus Glitzerweiß. Da sieht man es. Auf dem Stern ist auch dieses Pigment mit drauf, dass er so ein bisschen schimmert. Dann hat sie schwarze Löckchen. Und das Gesicht ist ein bisschen anders. Da habe ich nämlich mal was ausprobiert. Und ich finde, also sie gefallen mir beide vom Gesicht her. Da weiß ich noch nicht, ob ich das öfters machen werde. Dann hat sie auch ein bisschen Schimmer auf die Wangen noch bekommen. Ja, genau. Hier ist jetzt nichts Nachtleuchtendes drin. Und auch dieses Fimo war durch das viele Verkneten mit Liquid habe ich es weich bekommen. Ziemlich anhänglich und klebrig. Klebrig? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Hier ist auch, hier hat der Hut dann am Ohr geditscht und das habe ich nicht mehr abbekommen. Jetzt hat sie da so einen kleinen Farbfehler am Ohr, aber ich denke mal, das macht nichts. Sie werden ja eh bloß verschenkt. Und von daher passt das schon. Ja. Und das war es auch schon wieder mit meinem kleinen Craft-Update. Wenn euch das gefallen hat, ich lege die mal hin, dann, oder? Ich zeige die nochmal einzeln so in die Kamera. Das war es dann halt auch schon mit meinem Craft-Update. Habe ich immer mal ein, zwei Stunden dran gesessen, was gemacht. Das ist ja das Gute bei Fimo, man kann es dann auch mal liegen lassen und am nächsten Tag weitermachen. Weil es war wirklich schon sehr, sehr haarsträubend mit diesem harten Zeug. Da haben mir echt die Hände wehgetan. Und ja, und diese noch. Und die Pilze, die lege ich jetzt hier einfach nochmal hin, so kann man die auch nochmal sehen. Genau, und das war es dann auch schon. Wie gesagt, wenn euch das kleine Craft-Update gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, ein kostenloses Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und liebe nette Kommentare sind immer gern gesehen. Und bis dahin, bleibt alles schön gesund. Tschüss.